relativ gut ausgefallen. Also ich bin zufrieden damit. Ich habe 3 Bücher gelesen und 2 Hörbücher gehört. Das mag vielleicht für den einen oder anderen wenig wirken, aber für mich persönlich war das zufriedenstellend. Ich habe endlich die Leseflaute überwunden in dem Monat, zumindest was mein Gefühl bis heute angeht. Vielleicht kommt es diesen Monat wieder, aber ich hoffe nicht. Und das ist ja vor allem sehr positiv für mich gewesen und verschafft mir ein sehr gutes Gefühl. Wie gesagt, 3 Bücher, das macht 1427 Seiten. Pro Tag macht das ungefähr 46 Seiten, was ich relativ gut finde, was auch viel ist für die letzte Zeit, glaube ich. Und 2 Hörbücher, wie gesagt, 894 Minuten. Das ist so um die 15 Stunden. Pro Tag macht das 29 Minuten, fast eine halbe Stunde. Aber wie immer ist sowohl bei den Büchern als auch bei dem Hörspiel oder Hörbüchern so, dass ich am Anfang des Monats wenig gemacht habe und je weiter ich zum Ende des Monats gekommen bin, umso mehr habe ich am Tag auch gemacht. Vor allem am letzten Tag war es extrem viel. Ich habe 2 Rezensionen, jeweils eine schriftliche und eine Videorezension gemacht und ein Buch rereadet. Und ja, die Sterne-Durchschnittsanzahl lag bei 4,2, was wirklich sehr gut ist. Die Hörbücher waren bei mir eher so durchschnittlich und all die Bücher haben eigentlich eine gute Bewertung gekriegt. Deswegen kann ich nicht meckern. Fangen wir an am Anfang des Monats. Als erstes Buch habe ich gelesen ein Reread. Clockwork Angel von Cassandra Clare ist der erste Band der Chroniken der Schattenjäger. Meine liebste Reihe in den Schattenjäger. Der Schattenjägerwelt, was auch immer man da sagen möchte, meine liebste Trilogie. Ich habe das gelesen, um zu versuchen, meine Leseflaute wegzubekommen. Und es hat nicht so richtig funktioniert. Ich mochte es gerne, aber dadurch, dass es halt super fett ist, hat es halt sich gezogen. Ich habe es erst wesentlich spät beendet, also wesentlich später, nach der Mitte des Monats. Ist das ein kohärenter Satz? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich lange dafür gebraucht und dann auch irgendwann angefangen, nur so die Dialoge zu lesen, weil ich Rezensionsexemplar Druck hatte. Und ja, deswegen kann ich da nicht so viel sagen. Ich kenne die Geschichte ja in- und auswendig, deswegen muss ich, also nicht in- und auswendig, aber ich kenne sie relativ gut. Deswegen musste ich auch nicht jedes Wort unbedingt lesen. Es geht hier um Tessa, die im viktorianischen, eigentlich Amerika gelebt hat, aber im ersten Kapitel kommt sie nach England, nach London und wird dort direkt entführt. Und ihr wird erzählt, dass sie so eine Art Hexenwesen ist und sich in Leute verwandeln kann. Und irgendwie versteht sie die Welt nicht mehr und dann wird sie gerettet von Schattenjägern, die sie dann aufnehmen und ihr dann halt erklären, was sie noch nicht wusste über die Schattenjägerwelt und so weiter und so fort. Und Liebesdreieck, viktorianisches England. Ich finde auch die Gegenspieler in diesem Buch relativ einzigartig in der ganzen Schattenjägerwelt. Normalerweise sind es irgendwelche übernatürlichen Kreaturen oder sowas oder quasi böse Schattenjäger, die Macht wollen und so Hitler-mäßig. Aber hier sind das quasi so eine Art Automaten, also es sind eine Art Vorläufer zu Robotern irgendwie. Und das in einem Fantasy-Milieu zu sehen, auch noch zu der Zeit, wo es spielt, im viktorianischen England, finde ich irgendwie clever gemacht. Ich weiß nicht, ob das realistisch wäre, sowas, dass sowas existiert zu der Zeit, aber es ist halt eine Fantasy-Geschichte, von daher interessiert mich das nicht, wie realistisch das ist. Ich finde es nur interessant, dieses Setting mit diesen Gegenspielern und dem ganzen Fantasy da drin. Ja. Mochte ich gerne, habe ich wieder 5 Sterne gegeben, auch wenn es mir nicht den gewünschten Effekt gegeben hat und ich eigentlich auch nicht jedes Wort so richtig gelesen habe. Dann habe ich ein Hörbuch beendet. Das war das vorletzte Hörbuch, das noch auf meinen neuen Autoren für 2021 Liste steht. Und zwar war das von Blake Crouch, Dark Matter. Habe ich als englische Version auf Spotify gehört, gab es da ungekürzt, hatte 10 Stunden und 9 Minuten. Hat von mir 3,5 Sterne bekommen. Es war quasi in 3 Teile für mich aufgeteilt. Der erste Teil fand ich interessant, fand ich spannend, habe ich gerne gehört. War nichts Neues, war quasi fast schon 0815 Thriller, Sci-Fi-Geschichte. Dann den ganzen mittleren Teil, wo es sich verändert hat, war mehr auch Sci-Fi, aber auch Fantasy ein bisschen. Und es war für mich persönlich hat es überhaupt nicht zum Rest gepasst, weder zum Anfang noch zum Ende der Geschichte. Es war einfach. Der Autor wollte irgendwie einfach mal seiner Kreativität freien Lauf lassen und hat das reingequatscht.
hat sich für mich zumindest so angefühlt, war wahrscheinlich anders gedacht, aber vielleicht liegt es auch am Hörbuch oder so. Mich hat das überhaupt nicht mitgenommen, ich fand das super langweilig. Nicht, dass es nicht mich interessiert hätte in anderen Büchern, ich fand nur, es hat in dieses Buch nicht reingepasst. Es hat den ganzen Plot, die ganze Handlung alles aufgehalten, alles auf null, also keinen Fortschritt gepackt und es einfach nur in die Länge gezogen. Und deswegen mochte ich das halt einfach überhaupt nicht, obwohl es von der Idee her jetzt nicht unbedingt uninteressant gewesen wäre und auch nicht, was er damit gemacht hat. Nur, es hat für mich nicht gepasst und es hat für mich die ganze Stimmung, den ganzen Thrill-Faktor, das Pacing einfach ausgenommen. Und das letzte Stück, da mochte ich den Anfang nicht so sehr. Ich mochte nicht die Idee, die der Autor reingebracht hat. Aber je weiter ich gekommen bin und je mehr ich gesehen habe, was er aus dieser Idee gemacht hat, umso mehr mochte ich das auch. Ich würde jetzt letztendlich, glaube ich, sagen, dass es mit der stärkste Teil des Buches ist. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt super einfallsreich gewesen ist. Aber es war schon weniger 0815 als der Anfang, weshalb ich es als besseren Teil bewerten könnte. Vor allem der Anfang ist halt auch einfach so, dass es sich lange hinzieht, bis der Protagonist rausfindet, was da der Fall ist, die Sache ist. Und das ist für uns Leser durch den Klappentext halt schon lange klar und man wartet nur darauf, dass er es endlich checkt und das war ein bisschen nervig für mich. Deswegen, ja, so ist es rausgekommen, deswegen habe ich dem 3,5 Sterne gegeben. Ich hatte zwischendurch schon das Gefühl, oh, das könnte ein gutes Buch werden, 4,5 Sterne vielleicht. Aber dann, ja, ist es sehr schwankend für mich geworden. Es ist eine interessante Geschichte, aber es ist nicht die beste Umsetzung meiner Meinung nach von dieser Idee, die es geben könnte. Ich weiß nicht, ob ich davon schon so viele gelesen habe oder gehört habe, ich glaube nicht. Aber ich glaube, ich könnte mir zumindest bessere Umsetzungen davon vorstellen, die zumindest zu meinem Geschmack besser passen. Nicht, dass es an sich eine schlechte Umsetzung wäre oder so. Das ist natürlich immer eine Geschmackssache. Worum geht es? Habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Es geht um einen Mann, der Physikprofessor ist an der Uni und eines Tages wird er überfallen und wacht am nächsten Morgen in einem Labor auf und die erzählen ihm was davon, das wäre er der große Wissenschaftler, der was erfunden hat, was ganz Großes und er war sehr lange verschwunden und jetzt haben sie ihn endlich wiedergefunden und auf einmal merkt er, dass sein Leben ganz anders ist, als es vorher war und er zweifelt daran, ob ihm das tatsächlich passiert ist und er auf einmal in einer vollkommen anderen Welt aufgewacht ist. Daraufhin entwickelt sich die ganze Geschichte und er findet raus, was passiert ist und ob es an ihm liegt oder an der Welt und so weiter und so fort. Dann zu dem Buch, das mich quasi aus meiner Leseflaute gerissen hatte. Und zwar ist das Reality Show von Anne Freitag. Ist ein Leserundenexemplar von Was liest du? Habe ich dafür bekommen, deswegen existiert dazu eine schriftliche Rezension. Die verlinke ich euch in der Infobox. Das hat 459 Seiten und hat von mir 4,5 Sterne bekommen. Ich musste es auch tatsächlich schnell lesen, weil ich für das andere Buch halt so lange gebraucht habe. War halt nicht mehr viel Zeit bei der Leserunde übrig, was ich zuerst total vercheckt hatte. Und dann, als ich es gemerkt hatte, ja, muss ich einen Zahn zulegen. Aber es war auch so interessant und spannend geschrieben, teilweise, dass es mich aus der Leseflotte dadurch gerissen hat, dass ich das halt auch schnell lesen konnte. Und ja, worum geht es? Es spielt in Deutschland und zu Weihnachten werden an die 10 bis 42, glaube ich, also es werden 42 Haushalte angeblich überfallen und als Geiseln genommen zu Weihnachten, aber es wird nur von 10 erzählt und daraus wird eine ganze Reality-Spielshow gemacht, die zu Weihnachten im Fernsehen ausgestrahlt wird und erst wird den Zuschauern erzählt, was das für Menschen sind. Meistens sind das irgendwelche reichen Leute, die nicht unbedingt die besten Dinge gemacht haben, um reich zu werden. Und dann sollen die Zuschauer halt abstimmen, was für eine Strafe diese Leute bekommen sollen, weil die Menschen natürlich ganz genau wissen, durch Kapitalismus und so wird, kann den Leuten in Deutschland mit unseren Gesetzen nichts angetan werden. Und manche haben halt einfach beschlossen, da selbst was gegen zu tun, sagen wir es mal so. Ich war interessiert daran, wie man das hier wohl umgesetzt hat, weil es spielt ja alles nur an diesem einen Tag, an diesem einen Abend quasi. Und es wird aber auch so vielen verschiedenen Sichtweisen erzählt. Und ich wollte auch wissen, was dahinter steckt und wie das zu Ende geht. Und das war relativ interessant gemacht. Aber es gab auch einiges,
was mir jetzt nicht zu 100% gefallen hat. Es hat mich ein bisschen an der Nase herumgeführt, weil ich dachte, es ist halt einfach eine Nacherzählung von dieser Reality-Show. Was es allerdings nicht ist, was ich merken musste, als ich zwei Drittel durch war und erst eine Kandidatin quasi abgefrühstückt wurde, dann dachte ich mir, wir haben jetzt noch so wenig übrig, ich glaube nicht, dass sie die restlichen neun Kandidaten noch in diese paar Seiten quetschen. Und dann ist die Geschichte auch ein bisschen mehr geschiftet in, was passiert hinter den Kulissen, wozu das Ganze und so weiter und so fort. Und ja, da war ich erst nicht so begeistert, aber letztendlich muss ich sagen, dass das eigentlich die beste Lösung für dieses Buch gewesen ist. Ich hätte schon gern gewusst, wie die Reality-TV-Show abläuft, was die einzelnen Kandidaten verbrochen haben und wie deren Strafen quasi lauten. Aber das ist eigentlich gar nicht der Punkt der Geschichte, was ich, wie gesagt, erst da kapiert habe. Und ich glaube, es war auch nicht so schlecht, dass ich das erst spät kapiert habe, weil es ja dann auch so eine Art Aha-Moment hatte. Was mich wirklich ein bisschen genervt hat, waren die ganzen Rückblenden zur Vergangenheit, wie die Leute sich getroffen haben und den Plan gemacht haben, das alles ja, zu machen, diese Reality-Show, wie die versucht haben, das zu koordinieren, sodass sie nicht geschnappt werden, sowas alles. Ich fand die Leute nicht unbedingt sympathisch, das sollten sie auch nicht sein, aber ich fand es auch nicht interessant, aus deren Sichtweisen zu lesen, weil viel halt einfach auch um deren Charaktere ging, was sie für Leute sind. Was manchmal interessant sein kann, um sich zu fragen, was für Leute sind das eigentlich, die sowas machen können. Aber ich fand es in dem Punkt, ich fand die einfach als Charaktere nicht so interessant. Ich hätte einfach gern nur dieses Geplane gehabt, obwohl das teilweise auch zu viel war, weil viel da auch in einfach Hacking und so ist, wovon ich gar keine Ahnung habe und ich finde es auch nicht sonderlich interessant, darüber zu lesen, weil es halt viel Computerstuff ist, Nullen und Einsen und ja, es mögen vielleicht manche und kennen sich da auch aus. Ich finde das jetzt nicht so interessant. Das ist natürlich Geschmackssache. Aber letztendlich, auch wenn ich hier und da, wie gesagt, meine Wehwehchen mit dem Buch hatte, hat es mich total spannungsmäßig angefangen und hat mir die Leseflaute vom Hals gehalten. Und ja, deswegen 4,5 Sterne. Ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Buch und kann es auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Dann das zweite Hörbuch aus dem Monat war City of Ghosts, Band 1. Die Geister, die mich riefen, von Victoria Schwab. Gibt das als Hörbuch auch auf Spotify, diesmal in der deutschen Version und hat 4 Stunden und 45 Minuten. Ist quasi ein Kinder-Anfang-Jugendbuch von der Autorin. Ich weiß nicht, ob man das schon als Jugendbuch bezeichnet. Ich weiß auch nicht genau, wie alt die Protagonistin ist. Es dürfte aber so um die 12, 13 sein. Ich glaube, das ist schon ein Jugendbuch, oder? Aber es ist halt teilweise noch sehr kindlich. Es ist auch sehr kurz, so wie es Kinderbücher halt öfter mal haben, weil man Kinder ja auch nicht überfordern möchte. Und das war auch mein Problem damit. An sich ist die Idee jetzt nichts Neues. Es ist ein Mädchen, die kann Geister sehen und geht dann auf eine Europatour, glaube ich, mit ihren Eltern, weil die professionelle Geisterjäger sind und eine Fernsehshow dafür bekommen haben. Und die erste Episode quasi spielt in Edinburgh. Ich glaube, man spricht das so aus. Und deswegen spielt auch dieser erste Band in Edinburgh, was eine der meist besuchten Geistermetropolen von Europa wohl ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat das über die Hälfte der Geschichte gebraucht, um überhaupt einen Plot zu bekommen. Und dann war der Plot natürlich, weil so viel Zeit schon verschwendet wurde oder für was anderes ausgegeben wurde, ja, ging jetzt Schlag auf Schlag super schnell, war irgendwie nicht richtig vorbereitet, war nicht vernünftig durchgeführt, war auch für mich als erwachsene Person nicht so richtig spannend. Ja, es war einfach nicht meine Art von Geschichte, deswegen, obwohl ich Victoria Schwabs Bücher mag, hatte ich auch kein besonderes Bedürfnis, dieses Buch zu lesen. Aber da ich einfach Zeit hatte, dachte ich mir, probiere ich das mal aus, weil ich ja die Dagmar Bach-Bücher sehr gerne mag. Was aber der Unterschied zwischen den Dagmar Bach-Büchern und diesem Buch ist, ist einfach der Humor. Ich mag den Humor in den Dagmar Bach-Büchern, es macht es super leicht, es macht es unterhaltsam und deswegen höre ich das sehr gerne. Und in diesem Buch, es war halt ein Fantasy-Buch, klar hat es auch hier und da mal Witze drin gehabt, aber es ist nicht darauf ausgerichtet wie die Dagmar Bach-Bücher, weshalb es für mich halt jetzt nicht so super interessant war. Wie gesagt, der Plot, der auch da war, war halt auch nicht so gut aufbereitet und ja, mag für die Zielgruppe fantastisch sein, war für mich halt jetzt einfach nichts Besonderes. Deswegen habe ich dem 3 Sterne gegeben. Es hatte einen Aufbau, eine okaye Geschichte, aber nicht mehr. Und das letzte Buch, das ich gelesen habe in dem Monat, war ein Rezensionsexemplar. Dazu existiert die Rezension auch schon. Das ist Game Changer von Neil Schusterman. Hat von mir
die vollen 5 Sterne bekommen. Also ich war mir nicht die ganze Zeit darüber im Klaren, dass ich den 5 Sterne geben werde. Aber letztendlich muss ich sagen, das hat es verdient. Es hat auf jeden Fall 399 Seiten. Und ja, wie gesagt, 5 Sterne. Die Rezension verlinke ich euch, deswegen sage ich da nicht allzu viel drüber. Es geht um einen Jungen, der durch eine Kopfverletzung quasi eines Tages in einer Welt aufwacht, die quasi seine ist, die er aber zum Teil ein bisschen was anderes hat. Also zuerst ist es einfach nur der normale Mandela-Effekt. Also er geht zum Beispiel, fährt an einem Stoppschild vorbei, dann fällt ihm auf, hey, waren Stoppschilder schon immer blau? Ich dachte, die wären rot. Und dann je öfter das passiert, und das passiert öfter in diesem Buch, dass er seinen Kopf anstößt und dann auf einmal in einer Welt ist, die wie seine ist, nur ein bisschen anders, muss er seinen Weg quasi zurück wiederfinden zu seiner ursprünglichen Welt. Und es geht viel um gesellschaftliche Themen. Es geht viel um Rassismus, was auch schon im Klappentext angesprochen wurde. Aber es geht auch um Sexismus und Homophobie und wie Leute damit umgehen, vor allem weiße Menschen, zum Beispiel bei Rassismus oder nicht homosexuelle Leute bei Homophobie und so, wie die teilweise, was ich super interessant fand, die stehen quasi auf deren Seite, so wie ich ja auch Rassismus blöd finde und versuche, ein Ally zu sein, aber nie vollkommen verstehen kann, wie sich das anfühlt, natürlich, weil ich selber nicht schwarz bin. Und das wird eigentlich sehr gut erklärt als Einsteigermodell in diese Gedankenwelt für Jugendliche. Natürlich ist das jetzt nicht der ultratiefste Roman. Es ist auch kein Sachbuch, der jetzt alle Einzelheiten von Rassismus erklärt. Aber ich glaube, für einen Jugendlichen, der eigentlich nur eine spannende, interessante Geschichte lesen will, was das hier ja auch ist und vor allem auch den Fokus drauf hat, diese Informationen und Gedankengänge und Fragen noch nebenbei eingeflößt zu bekommen, hat das Buch fantastisch gemacht. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall sehr vielen, auch jungen Lesern, empfehlen. Es hat das geschafft, glaube ich, was es machen wollte. Fragen und moralische Ideen und auch, ja, dass einfach die Leser sich mit diesen Themen beschäftigen, wo sie vielleicht vorher gar kein Interesse an diesen Themen hatten, einfach dieses Interesse zu wecken. Und ja, deswegen kann ich das super empfehlen. Es hat mir toll gefallen. Es war, ja, also ich kann nicht viel dazu sagen, ob das gut mit den Themen umgegangen ist. Ich bin ja weder schwarz noch homosexuell. Ich bin nur eine Frau und deswegen kann ich sagen, dass der Sexismus, wie es hier damit umgegangen wurde, auch wenn es nicht so großer Part des Buches war, fand ich für mich eigentlich gut umgesetzt und auch interessant. Und deswegen, ja, die Schustermann-Bücher haben mich eigentlich nie so richtig enttäuscht. Und ich bin froh, dass dieses jetzt auch so gut war, wie die meisten anderen, die ich gelesen habe. Und das war's. Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Habt ihr die Bücher auch schon gelesen? Wie fandet ihr es? Viele davon sind ja auch sehr bekannte und beliebte Bücher wie Dark Matter und so. Und ja, können wir gerne drüber diskutieren und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye.